Ja, hallo und willkommen zurück. Wir sind ja beim letzten Mal gerade hier in den Archiven gelandet, von wo aus wir uns vorarbeiten wollen, durch die ganzen Schergen der Supermutanten zum Archiv. Also, nee, zum Archiv nicht, sondern zum Tresorraum, um denn dann die Unabhängigkeitserklärung in unsere Kante zu ziehen. So. Da hilft Schreien auch nicht, glaub mir. Das wirst du noch merken. Mit der Waffe sind wir nicht ganz so gut. Die macht, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden, ne? Naja, nicht wirklich. Die macht auch nicht was. Okay, nochmal nachladen. Dann gleich pusten wir ihm das Hirn weg. Oh. Irgendwie sieht er mir nicht aus. Oh. Da müssen wir uns mal kurz das überlegen. Irgendwas Starkes als Waffe. Nee, das nicht. Ja, die macht 30 Schaden, das geht eigentlich auch. Oh, 86, oh, das ist okay. Oh ja, das ist gut. Da kam er gar nicht mehr zu mir. Gut, dann nehmen wir das einfach, weil die meisten sind ja nicht so stark wie er. Dann kriegen wir den Rest damit. Müssen halt ein bisschen näher rankommen lassen, aber das passt auch schon. Ach süß, kuscheln die beiden hier. Guckt euch das an. Sieht schon ein bisschen komisch aus, ne? Supermutanten haben also auch Bedürfnisse. Hm? Was? Ich höre. Was? Oh ja, da habe ich einfach mal reingeschossen, weil man es da vorne gesehen. Voll vom Arm aufgetrotzt. Das ist wichtig. Verbundet! Ah. Und da ist er weg. Denn wenn man den Arm platt macht von diesen Viechern, wenn die so Großwaffen haben, dann können die nicht mehr richtig führen. Beziehungsweise sind dann nur noch sehr schlecht damit im Umgang. Tja, das ist wichtig. Was wir hier gemacht haben, man hat gesehen, die Luft flimmert. Das heißt, da ist dann irgendwie Gas, was das austritt. Und wenn man da dann was abfeuert, ist das meistens, dann so, dass das in die Luft fliegt. Und das kann man zu seinem Vorteil nutzen, weil wir haben gesehen, der Typ hat auf einmal mega viel Schaden abbekommen. Das ist auch ganz gut. Ich glaube, da hinten kommt er. Ja, das sehe ich noch schon. Ach, genau. Sehen, Arm verkrüppelt. Und da ist er weg. So, das wäre der gewesen. Alles so Mutantenbiester und so ein Gedöns, ne? Also nur die ganz starken Typis. Was haben wir denn hier, Schniekes? Also hier ist anscheinend nichts. Fusionszellen, Raketen. Das brauche ich eigentlich das meiste gar nicht. Dann gehen wir mal hinten rum. Also da, wo er herkam, würde ich sagen. 470 Schuss haben wir. Das ist eine ganze Menge überlegt, dass wir mal so 3 ungefähr brauchen im Schnitt für einen Gegner. Dann können wir damit jede Menge platt machen. Also, ja. Lohnt sich. Schauen. Ich hoffe, das ist alles noch intakt. Also auf jeden Fall hat man hier noch Strom. Hier ist wieder Gas. Was hat der hier? Ein Lasergewehr. Jetzt bin ich natürlich überladen, das ist so klar. Kann ich das reparieren? Okay. Sehr schön, noch irgendwas anderes zum Reparieren. Haben wir eigentlich schon zu viel dabei, glaube ich. Wenn ich mir das so anschaue. Aber wir brauchen das ganze Zeug ja auch. Ist ja nicht so, dass ich irgendwas zurücklassen kann davon. Oh, sehr schwer. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas war. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Und hier geht's zum Ostflügel des Archivs. Okay.
Hoffen wir, dass das hier besser läuft. Das sieht mir doch eher danach aus, ob wir hier... Das ist der Fahrstuhl, genau. Das ist der Fahrstuhl. Männer, heute wende ich mich mit einer dringenden Botschaft und an euch. Und hier ist dann der Tresor los. Okay. Wo geht's hier hin? Servicebereichstor. Ja, du nicht vor. Was denn? Die beschützen das hier oder was? Aber der Plasmawaffen, das ist voll mies. Das ist richtig mies, ey. Wir sehen ja, wie stark die sind, ne? Das ist heftig. Echt nicht nett. Ups, Mr. Gatsi hat's erwischt. Was haben wir denn hier? Ja. Wäre es das. Bitte einen Moment. Was haben wir denn hier? Sie verwenden ihre fertige Wissenschaft und die fehlerhaften Kondensatoren. Den Raum. Es ist schwer, wenn ich wünschte. Na gut, okay. Also wir können auch hier andersrum gehen, sehen wir. Das ist das Schöne, wenn wir gegen Roboter kämpfen. Wir können die ganze Zeit. Ich nehme hier ein bisschen was davon. Wir können die ganze Zeit Altmetall nebenbei sammeln. Das ist auch ganz schnieke. Haben wir sonst nirgendwo die Möglichkeit zu. Ist das so? Was ist das denn gewesen? Verdammt. Was war das? War das noch so eine Nachwirkung irgendwie von dieser Attacke von den Typen? Wir dürfen nicht zulassen, dass der Feind die Abwehrriegel weiter durchstößt. Schwer. Okay. Wow, scheiße. Ach, so ein Militärbucht. Fuck. Das machen wir anders, warte mal. Da werden wieder unsere Minen zum Einsatz kommen. Oder habe ich hier so eine... Plasma-Granate. Okay. Kurz gucken. Ich müsste doch eigentlich noch eine, so eine Impulsgranate, genau. Okay, sehr gut. Und dann schnell unser Gauss-Gewehr. Ja, wir sehen ordentlich Schaden gemacht. Das Glas der Roboter. Oh! Boah, scheiße. Leck mich. Da hinten kommt der nächste davon. Also wir sehen, die Unabhängigkeitserklärung wird ordentlich bewacht. Hierhin haben es noch nicht mal die Supermutanten geschafft. Das will was heißen. Hey, warte mal. Können wir auch gleich wieder die Impulsgranate nehmen. Sehr schön. Puh. Stress, ey. Aber die haben allerhand Sachen dabei. Das ist echt cool. Wir sehen es hier, ne? Kernspaltungsbatterie, all das Mögliche. Also man kriegt sehr viele schöne Sachen dadurch. Was hast du denn? Was? Kommunisten so? Nachher schon, weil man gegen Russland gegen China gekämpft hat. Der Kommunismus und so gedöns. Okay, der ist hin. Ja, ist in Ordnung. Also die hat man ja wirklich eingesetzt hier, um zu versuchen, den Krieg zu gewinnen. Hier geht's wohin? Tresorraum. Okay, dahin wollen wir eigentlich. Ich muss hier einmal durch. Oh, wer bist du denn?
Sie haben unsere Verteidigung durchbrochen. Aha. Unsere besten Soldaten ausgebildet. Und mein Heim. Links und rechts sehe ich Geschütztürme. Aber ich habe noch nicht einmal damit begonnen zu kämpfen. Ich kann es nicht zulassen, dass wir unserer Freiheit beraubt werden. Die Unabhängigkeitserklärung muss hier bleiben. Okay. Sie ist unser Symbol der Hoffnung. Die einzige Stimme, die ruft, wir sind ein freies Land. Okay. Mit wem habe ich es ja eigentlich zu tun? Ich bin Button Gwinnett, der zweite Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung und ehrwürdiger Abgesandter des Staates Georgia. Okay. Ich weiß, dass Ihr Kampfgeist meinem überlegen ist, aber ich werde mich im Notfall mit Ihnen bis zum Tod duellieren. Okay. Was darf's denn sein? Rapiere? Pistolen bei Sonnenaufgang? Pistolen bei Sonnenaufgang. Raus damit! Du bist nicht mehr menschlich, du bist ganz schön mutig für ein Dokument, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Das ist nicht nur ein Dokument, das ist die Doktrin, die von meinen Beisitzern auf dem 2. Kontinentalkongress verabschiedet wurde. Dadurch werden wir vom Tyrannenkönig George III. Von Großbritannien befreit. Yep. Das ist vielleicht das großartigste Symbol dieser freien Nation. Gibt es vielleicht die Möglichkeit eines Kompromisses? Täuschung und gebrochene Versprechen mögen wohl am Hofe Großbritanniens üblich sein, aber ich werde mich solchen Albernheiten nicht hingeben. Da Sie offensichtliches Interesse an einer unblutigen Beilegung dieses Konflikts haben, darf ich Ihnen vorschlagen, sich zu ergeben. Ich kann versprechen, dass man Sie gut behandeln wird, wie es allen Mitgliedern der Royal Army zusteht. Okay. Da steckt mehr dahinter, als Sie ahnen, Button. Geben Sie mir Ihre Argumente. Aber seien Sie gewarnt, ich bin mit der Spionagetaktik der Rotröcke vertraut. Okay. Sie tun gut daran, das nicht zu vergessen. Ich gebe mir Mühe. Oh, das ist natürlich nicht viel. Ich bin Tom Jefferson, ich bin zurückgekehrt, um die Erklärung zu holen. Gut, es hat geklappt. Es ist mir eine Ehre und eine Freude. Ich hatte gehofft, dass dieser Tag kommt. Wie geil. Ich hoffe, die Befestigungen entsprechen Ihren hohen Anforderungen. Meine Männer erwarten Ihren Befehl, um die Hauptstadt zurückzuerobern. Sehr, sehr gerne. Darf ich fragen, wohin Sie das Dokument bringen möchten? Sie wird ins State House gebracht, da ist sie sicher. Das State House gibt es noch? Dann weht die amerikanische Flagge also tatsächlich ewig. Ein Hoch auf die USA. Bedeutet das etwa, dass der Krieg vorbei ist? Haben wir gewonnen? Naja, ich weiß es nicht. Ja, Button, wir haben gewonnen. Es ist vorbei. Halleluja. Dann ist meine Aufgabe hier im Fort erfüllt. Sie hatten recht, als Sie sagten, unsere amerikanische Regierung wird nicht von der Mehrheit gewählt, sondern von der Mehrheit der Teilnehmenden. Richtig. Es war so mir läuft das. Eine Ehre und eine Freude, in der Armee der Vereinigten Staaten dienen zu dürfen. Wie lauten die letzten Befehle? Du kannst tun, was immer du willst. Dann entscheide ich mich für meine schon lang überfällige Ruhepause. Dasselbe gilt für meine Männer. Hiermit übergebe ich den Oberbefehl über diese Festung an Sie. Viel Glück, Mr. Jefferson. Und richten Sie Sally schöne Grüße aus. Ja, gerne, gerne. So, wunderbar. Was macht er jetzt? Tja, er ist in den Ruhemodus gegangen. Und die Türme hier auch zum Glück. Das wäre echt noch was geworden, ey. Also ich habe es auch schon mal gehabt, dass ich es nicht geschafft habe, die zu beruhigen. Da musste ich wirklich dagegen kämpfen. So, die Perücke nehmen wir mit. Genau, so wie die ganzen Sachen. Ich weiß, wir sind wieder überladen. Ich gucke mal schnell, dass er vielleicht... Hier, das wiegt doch megamäßig viel, dass ich das mal fallen. Aber eh nicht. Monika, Whisky. Sicherheitsterminal. Genau, alle Tresorraumtüren aufschließen, alle Türen aufschließen, magnetische Türen aufschließen. Okay, gut. Dann soweit wie möglich haben wir das alles erledigt. Hier ist nichts mehr. Wo geht's hier hin? Servicebereichstür. Warte mal. Ui, sieht das hübsch aus. Ja, darüber können wir, glaube ich, rausgehen. Wir gehen erstmal hier in den Tresorraum hinein.
Ja. Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junktown. Ach, so eine kleine Anekdote an die ersten Teile. Ja, wer es nicht kennt, ist schwer zu erklären, wie was das zu bedeuten hat. Was haben wir hier? Kleines ruiniertes Buch. Ansonsten war es das wohl. Okay. Gucken wir nochmal weiter. Ist auch keiner mehr. Man kann darauf zugreifen, hier ist John Adams, ne? Einheit aktivieren. Einheit abwesend. So, wir können einen zurückrufen, ne? Wenn es die noch gibt. Ah, ist nicht verfügbar. Oh, wen haben wir hier? Thomas Jefferson. Einheit aktivieren. Einheit aktivieren. Notiz. Sprachsoftware, okay. Schade. Ist niemand mehr. Wer ist da drin? Edward Rutledge. John Wilson. Und Backup Protectron, okay. Einheit aktivieren. Einheit nicht programmiert. Unterprogramme. Machen wir Mr. Franklin. Einheit anwesend. Ich würde sie gerne programmieren. Genau, willst du Jefferson Übertragung ausführen? Okay. Aber dann aktivieren. Gucken, dann haben wir Mr. Jefferson jetzt gerade wieder. Hallo. Ah, ist doch noch ein Moment anscheinend. Ah, ja. Zeit für die Nachrichten. Hä? Und jetzt ein neues, spannendes Kapitel. Das ist nicht, was er macht. Service Terminal haben wir hier. Fremdenführer Protectron. Also in dem neuen Bericht aus Midtown hier steht, dass der Junge aus der Wall den Leuten dort gewaltig aus der Patsche geholfen hat. Echt? Irgendwen hat sie wohl vor den Supermutanten gerettet, so unglaublich es klingt. Ha. Auf zum Nationalarchiv. Tja, haben wir es wohl geschafft und wir sind anscheinend auch schon in den Medien. Ach, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gucken wir eigentlich nur, dass wir hier rausfinden wieder. Ist hier kompliziert sein. Genau, und dann Door lang. Und dann hier vorne gleich wieder rechts. Wunderbärchenhaft, würde ich sagen, ne? Ach, sehr schön. Konnten wir doch mal wieder was schaffen. Ja, stimmt, das wollte der Typ haben in Rivet City. Ja, das können wir gleich auch nochmal. Ich bin der Meinung, das gibt sogar einen Erfolg dafür. Wenn wir das haben. So. Sie können nicht. Oh, Feinde. Nee, ich weiß nicht, ob wir da noch Schnellreise machen können. Ja, wollte ich gerade sagen. Mit Feinden in der Nähe wird das schwierig. Bist du Quatsch? Okay, das ist ein Match. Jetzt gucken wir, wo der andere Heini hier ist. Kann ich jetzt gerade nicht sehen. Okay, wenn er gerade nicht angezeigt wird, heißt das ja, ich müsste schnell reisen können. Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn er nicht angezeigt wird, ist kein Gegner in der Nähe. Sehr schön. Ha, so mag ich das. Dann gehen wir schnell die Quest ab, holen uns den Erfolg und dann gucken wir, was wir noch so an Quests haben aktuell. Schreckliche Musik hier. Noch so diese Kampfschrei-Musik. Wir können natürlich auch dann gleich mal hier zu den Händlern gehen, ein bisschen versuchen Munition zu holen, ein paar Sachen verkaufen. Da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten. Ich glaube, das hier war der Marktbereich. Achso. Ist verschlossen. Weil Nacht ist. Das heißt, wir warten mal ein bisschen.
bis sie die Läden wieder geöffnet haben. Und dann gehen wir gleich mal shoppen, würde ich sagen. Ach, das wird so gut werden. Vor allen Dingen haben wir ja eigentlich auch, ich glaube, genug Knete, ne? Wir müssten reichlich haben. Ach, aber genau an dieser Stelle, ich gehe nochmal rein, meldet sich das Programm und sagt mir, ja, Zeit ist vorbei. Tja, dann nehmen wir einfach nur nochmal den Ladebildschirm mit, würde ich sagen. Ich speichere dann gleich danach und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann werden wir, was wir eigentlich vorhatten, ne? Verkaufen und halt die Unabhängigkeitserklärung abgeben. Das werden wir dann einfach beim nächsten Mal machen. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mist.